Ihr Bruder hat kein Geld mehr. Was? Wieso habe ich kein Geld mehr? Oh, ich wusste, Sie würden das fragen. Ich werde es Ihnen zeigen. Nehmen wir an, das Wasser ist Ihr Einkommen, das Sie durch die Tantiemen an Ihren Jingles erzielen, ja? Und dieser Becher hier stellt Ihr finanzielles Polster dar. Durch das kleine Loch hier fließen Ihre Ausgaben. Ha, alles klar? Okay. Also, Charlie, bei den meisten Menschen fließen die Einnahmen rein und tröpfeln für die Rechnungen wieder hinaus und hinterlassen ein gesundes Polster. Für Notfälle. Okay? Aber Sie dagegen, und das liebe ich so an Ihnen, Charlie, Sie dagegen, Sie schmeißen es genauso schnell raus, wie Sie es verdienen. Sehen Sie, bei Ihnen tröpfelt nichts. Da rauscht es. Ja, sehen Sie das? Aber wenn die Einnahmen nicht mehr so richtig fließen, gibt's kein Polster mehr.